Ich schau mir deine Quali an und denk mir, was ist das? Irgendein Steirer rappt schlecht getimte Bars. Doch neben den wack gereimten Textzeilen findet sich ein Link zu einer Website. Echt nice, ey, ich klick da mal drauf. Es ladet und ladet. Scheiße, was ist das? Boah, so ein Jumpscare ist aber echt nicht nett. Ich war eh schon geschockt von deinem schlechten Rap. Dann scroll ich runter, dann scroll ich runter. Scheiße, was seh ich da? Dein Name ist Kevin, dein Name ist Kevin. Das war mir doch eh schon klar. Dann scroll ich runter, dann scroll ich runter. Scheiße, was seh ich da? Dein Name ist Kevin, dein Name ist Kevin. Das war mir doch eh schon klar. Weißt du, warum keine Line mich trifft? Deine Bars kommen aus dem Mic deiner Mama. Was halt derbe peinlich ist. Und weil die setzt noch einen drauf. Ey, mich wundert's nicht bei deinem Sound. Deine Mom ist Schlagersängerin. Und naja, sie ist nicht wirklich Magerpenner. In deiner Runde macht dir safe die Nutte einen Part. Was ist nur geschehen? Ich glaube, nicht mal Frauenarzt würde sagen, er fickt deine Mutter in den Arsch. Weil die bekam in der Schule nur die 5er in Arsch gerammt. Darum ernannte er sich selbst zum Künstler des Sprachgesangs. Ey, ist ja echt krass, Mann, wie viel du von dir hältst. Von Realness labern, doch später will der Spaß da nur spielen für Geld. Deine Kindheit war wohl die im Kontrollzentrum. RTL 2 Familien im Brennpunkt. Wenn du denkst, du kannst gewinnen, liegst du leider falsch. Denn du musst nach diesem Track wieder in die Heilanstalt. Ich bin in Graz und frag Waldi, ob er Bock hat auf ein Freestyle-Battle. Er lehnt ab, denn er ist mit vor Graffiti zu posen viel zu beschäftigt. Und damit sich darüber aufzuregen, dass Hip-Hop aussterben. Naja, was kann man draus lernen? Ich frag mich, womit ich so ein Idiot verdiene. Wer schreibt denn bitte überhaupt über sich selbst eine Biografie? Welcher Battle-Rapper schreibt ins Netz den Namen seiner fetten Mom? Vielleicht hätte dieser Track nicht schlecht getan. Vielleicht lernst du draus, sieht nicht sehr gut aus, weil dein Rap grenzt eben an reinen Wahn. Es ist leider wahr, ich geb eigentlich einen Fuck, aber ich bin gespannt, ob du deine Website nach dieser Runde noch in die Beschreibung packst. Deine Kindheit war wohl die im Kontrollzentrum. Zentrum! RTL 2 Familien im Brennpunkt. Brennpunkt! Wenn du denkst, du kannst gewinnen, liegst du leider falsch. Denn du musst nach diesem Track wieder in die Heilanstalt. Mädels find ich eklig. Du hast ein Alk-Problem. Problem. Also bitte tu es. Tu es, weil die auf Wiedersehen. Tschüss. Nun ist der Track zu Ende. Und Nicole weint um ihren Sohn. Oder wartet kurz. Ich hab noch eine Line zu verstehen. Du willst siegen, doch bist schlechter wie immer, yeah. Es lief nicht mit den Mädels, ertrank sich bewusstlos, ein echter Gewinner, yeah.